Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zum besten Maschinenaufstand, den dieses Spiel je gesehen hat. Oh mein Gott, ey, ohne Witz, ich habe gerade eben so Hoffnung, dass uns das was bringt, ne? Weil wir nicht haben, wir ein ernstzunehmendes Problem. Aber wenn uns das was bringt, dann bringt es uns was. So, egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden uns jetzt hier wieder an den Start machen und werden jetzt wieder versuchen, in die Offensive zu gehen. Ich möchte auf jeden Fall Ihnen wieder einen schweren Schlag versetzen. Sie haben auf jeden Fall wieder ein bisschen an Stärke verloren. Ich finde es immer noch faszinierend, dass Sie offensichtlich Kampfkraft übrig haben und wieder angreifen. Aber wisst ihr, das Gute ist, dann können die Maschinen ja mal weitermachen, ne? Also ich sehe es von der Seite. Dann machen die Maschinen halt einfach mal weiter. Der Gag ist, wir können immer noch zurückfallen. Wenn es jetzt hier zu einem Problem kommt, können wir uns an diese Position zurückfallen lassen. Da haben wir nochmal eine vollwertige Verteidigungsposition. Ich weiß halt nicht, wie lange diese Station durchhält. Ich glaube, sie hält lange durch. Vor allem jetzt, wo die Schilde so stabil sind. Aber glücklich bin ich natürlich nicht mit der Tatsache, dass wir jetzt gerade eben überhaupt gar keine Verteidigungssysteme drinnen haben. Ich gucke auf jeden Fall, dass ich jetzt hier mal diese Schiffe wieder nachbestelle, damit wir hier diese Position halten können. So viele Schiffe sind das ehrlich gesagt gerade eben gar nicht, die da angreifen. Sei es drum. Kann ich sehen, wie viele jetzt wieder drauf sind? Wieder 29 Pops. Und hier 45. Wisst ihr, was ich mich halt frage ist, hat die KI jetzt diese Pops einfach umverlagert? Oder hat sie die Primitiven wieder aufgewertet? Weil wenn sie die Primitiven einfach wieder aufgewertet haben, das kann ich gerade überhaupt nicht kontrollieren, das weiß ich nicht, dann wäre das ein ziemlich nutzloses Ding, was ich da gerade eben mache. Und dann sollte ich lieber ganze Welten vernichten. Aber egal. Es ist nur so ein Gedanke. Haben wir hier eigentlich noch einen Planeten? Ja, hier ist ein Planet. Also gut, und wie gut ist die Verteidigung hier? 17k. Wir werden jetzt hier wieder in die Offensive gehen. Und da dann jetzt halt einfach zuschlagen. Ich weiß, dass diese Position hier gerade überhaupt nicht verteidigt ist. Aber ich muss halt was machen. Ich muss halt was machen und einfach hoffen, dass dieser Maschinenaufstand hier ihnen jetzt einfach den Rest gibt. Also ganz im Ernst, wenn das alles jetzt nicht ausreicht, dann wird gar nichts ausreichen, um die hier fertig zu machen. Das muss man mal so realistisch sehen. Dann wird es nichts geben, was wir tun können. Wieso kämpfst denn du jetzt hier? Wie könnt ihr beide daran vorbeifliegen? Bin gerade äußerst irritiert. Was ist denn da gerade passiert? Also komm mal da rein, Junge. Und du fliegst jetzt auch mal da rein. Noch halten wir alles jetzt hier. Na, das können wir halt nach wie vor wieder nicht halten. Sie haben das. Irgendwie haben sie es mit dem Ding da. Ich weiß nicht, warum sie was damit haben. Ich würde mir wünschen, dass der Maschinenaufstand sich weiter ausbreitet. Ganz im Ernst, ich würde es mir sehr, sehr wünschen. Die müssen doch fertig sein mit der Welt. So, dann entwickle mal zurück. Wie viel sind da drauf? 8. Ganz im Ernst, das rechnet sich ja überhaupt nicht. 8. Das werde ich ganz regulär einfach jetzt erobern. Ach, da ist jetzt Sterntor-Power möglich. Jetzt gehen Sterntore oder was? Wisst ihr, wenn ihr mir das Tor öffnen würde, dann wäre uns allen sehr geholfen.
Der wird immer noch repariert. Aber ich habe schon den Eindruck, dass sie jetzt ein bisschen abgelenkt sind. Holt euch das und fliegt danach wieder zurück. So, du bist jetzt da. Armee landen. Was haben wir da? Da ist ein richtiger Planet. Initiating ground assault. Victory shall be ours. Ja, das hoffe ich doch mal. Beginning attack run on enemy station. Our warriors are victorious. Enemy planet conquered. So. Jetzt gehört dieser dieser Laden mir. Ich bin gerade ein bisschen unflätig ihnen gegenüber. Ich denke, man kann es nachvollziehen, warum. So, jetzt möchte ich hier Rückentwicklungsstrahl machen, weil hier lohnt sich das. Ich frage mich halt, ob man so... Also ich möchte mal einfach mal die Rückentwicklung immer wieder auf denselben Planeten machen und einfach mal gucken, ob man so ihnen die ganzen Pops aus der Tasche ziehen kann. Das ist so ein Ding, was mich gerade eben beschäftigt. Einfach gucken, ne? So kann ich ihnen ihre Dingens aus der Tasche ziehen, ihre Pops. Wäre halt gut zu wissen. Ich weiß halt nicht, wie viele Pops die haben, aber sie haben schon eine gewisse galaktische Wichtigkeit. Wie viele haben die denn hier noch drin? 37, könnte man auch einige auslöschen. Hallo Grenzsektor, ganz im Ernst, du bist mir so egal. Kriegsrecht ausrufen. Du kannst schon mal hier hinfliegen und zuschlagen. So, Fun Fact, ganz im Ernst, ich werde jetzt einfach hergehen und die sofort erobern, ne? Dann selbst wenn die KI jetzt hier irgendwelche Cheats an den Start bringt, was ich nicht weiß. Dann hilft ihnen das nicht lange. Wie viel Verteidigung haben die jetzt hier noch? Keine. So kann man jede Menge wunderbare leere Planeten jetzt bekommen. Initiating ground assault. Victory shall be ours. Ja, der gehört jetzt mir. Das ist schön. Der Witz ist bloß, den brauchen wir nicht. Ja, ich werde es eine Menge hier zurückbauen. Das werden sie spüren. Selbst wenn sie das jetzt zurückerobern, ist es mir egal. Ich kann jetzt noch den letzten Pop hier... Was? Oh, die haben echt noch 1 Million Nicht-Fühlende jetzt hier. Die sind wirklich alle hier. Tja, der Planet ist jetzt weg. Okay, es ist jetzt ein bisschen umständlicher als früher, aber es funktioniert. Es funktioniert, halten wir das mal fest. Auf Nest habe ich auch Arbeitslose. Die siedeln wir jetzt auch mal gerade eben mal um. Und zwar auf unsere Ökominopolis. Da ist nämlich auch noch einiges möglich. So, du machst dasselbige hier. Also gut, man sieht die auf jeden Fall an der Stelle. Aber jetzt kann ich hier damit schon mal hart zuschlagen und ihnen wehtun. Und damit ganze Sternenreiche einfach auslöschen. Es war nie mein Plan, die alle zu vernichten. Aber es wird durchgeführt. Und jetzt, wo wir wissen, wie wir es am besten machen, machen wir es auch so.
Und ja, sie scheinen ein bisschen scientific breakthrough achieved. Beschäftigt zu sein. Sie scheinen beschäftigt zu sein und wir nutzen diese Situation. Vielleicht sollte ich sogar so aggressiv sein und da oben reinspringen. Aber ich sehe halt ihre Flotten nicht so richtig. Ne? Das ist schwierig. So, die Waffe wird immer noch aufgeladen jetzt hier. Ihr könnt auch schon mal jetzt hier in den Orbit gehen. Ja, die werden gleich weg sein. Jetzt sind es nur noch zwei. Armee landen. Initiating ground assault. Und das war's. Das war's. Der nächste Planet ist down. Umsiedeln. Die Nicht-Fühlenden können wir natürlich nicht umsiedeln. Ja, da kommen halt immer jetzt zwei noch von mir drauf, weil ich die jetzt hier erobert habe, ne? Das ist das Doofe. Ja, auch Ökomonopolis. Zack, zack. Das ist mir egal, der Planet, den braucht keiner mehr. Den braucht keiner mehr. Mann, macht euch das einfach mal klar. Niemand braucht den noch. Was ist denn das hier eigentlich? Ach, hier ist noch ein zerstörte Orbitalringe. Das lasse ich mal hier gerade mal reparieren und wieder neue Truppen herankarren. Du gehst schon mal jetzt hier vor. Eroberst das hier. Piraten gesichtet. Ja, nee, ist klar. Die werden nicht lange überleben, würde ich mal behaupten. Eigentlich ist es total behämmert. Ich sollte nicht in diese Richtung angreifen. Wir gehen jetzt dahin. Leute, wir gehen dahin. Ganz klar in diese Richtung. Der Angriff findet jetzt in diese Richtung statt. Und ihr seht, sie sind alle ziemlich angeschlagen jetzt hier gerade eben. Galaktische Börse. Ja, schön. Wir gehen mit noch mehr Schiffen vor. Ich kann nämlich, glaube ich, jetzt hier meine Verteidigungsanlagen wieder ausbauen. Wir tun es einfach. Wir tun es. So, ihr seid hier und geht es da rein. Wie viele Planeten habt ihr noch? Wir wissen es nicht mal. Wir werden sie auf jeden Fall deutlich reduzieren. Beginning attack run on enemy station. Hier ist kein Planet. Hier sind aber welche. Und mein Weg führt mich jetzt auf jeden Fall weiter da hoch. Keine Frage, der Weg führt mich weiter da hoch. Ich mache die Flottenhaltung auf aggressiv, dass sie auf jeden Fall auch alles angreifen, was jetzt angreifbar ist. Ach ja, schöne Alpinwelten. Schöne Alpinwelten. So, dann gehen wir direkt dahin. Und du gehst auch direkt dahin. Wir lassen jetzt hier keine Gnade walten, ne? Im Grunde ist es ja sogar fast noch gnädig, ne? Wir töten sie ja nicht. Wir machen sie ja nur sehr, sehr dumm. Wo denn? Ich weiß nicht, wo die mich angeblich angreifen. Das ist mir nicht geläufig, Freunde. Okay, Rückentwicklung. Macht hier Sinn, da sind auch 26 drauf. Das sind 9, das machen wir nicht. Hier werden wir einfach nur landen.
Oh, da hat es wieder eine Flotte. Da muss ich aufpassen. Das heißt, wir gehen jetzt mal mit allem, was wir haben, dahin. Aber das sind nicht die Dingens. Also ich meine, wenn ich denen jetzt eher alle Planeten wegnehme, diesem Reich hier, ne? Dann ist auch ihre Flotte leer. Dann sind die besiegt. Dann haben die nichts mehr. Dann sind sie fertig. So logisch müssen wir mal denken. Initiating ground assault. So, das war's schon. In den Orbit fliegen. Hier. Ganz im Ernst. Abreißen. Zurückbauen. Jede Menge Arbeitstiere. Hier auf einer Agrarwelt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tschüss. Initiating ground assault. Nein! Nein! Das sollt ihr nicht tun! Ihr blöde Jane! Zurückziehen! Ich muss aufhören, dass sie aggressiv gestellt sind. Hört mal, seid ihr doof oder was? Das sollt ihr nicht tun! Ich will die auslöschen! Die sollen nur im Orbit stehen, mehr nicht! Ja, die haben sich halt gefühlt, dass sie es schaffen können. Meine Güte, muss man da aufpassen. Wie ein Schießhund, ich sag's euch. Okay, hier haben wir wieder jemanden, der arbeitslos ist. Den sollten wir jetzt hier vielleicht mal umsiedeln, wo noch Arbeit ist. Das hat geklappt. Hier auf dieser Bergbauwelt können wir auch noch für Jobs sorgen. So, hier auf dieser Agrarwelt gibt es noch Arbeitslose. Generatorwelt gibt es noch Arbeitslose. Auch hier. Okay, den muss ich umsiedeln. Da weiß ich nicht, was ich mit dem machen soll. Ja, aber sieht so aus, als ob die richtig Trouble hätten. Sterbt, ihr Bastarde. We are tracking an enemy fleet. Wo? Ah, ist eine Mini-Fleet. Und jetzt dürft ihr drauf landen. Scientific breakthrough achieved. Initiating ground assault. Victory. So, abreißen. 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 Zurückbauen. Abreißen. Abreißen. Ich genieße das gerade eben. Dieses Abreißen. Ihr könnt es mir glauben. Es ist sehr, sehr schön. So, noch ein Pop. Und den siedeln wir dann hier zu dieser Agrarwelt um. Und tschüss. So, zwei Welten. Was haben wir hier noch? Hier ist auch eine Welt. Ich bin halt echt... Nee, ganz im Ernst. Unser Ziel sind die Mini-Mars. Alles andere ist nebensächlich. Unser Ziel sind die Mini-Mars und deswegen werden wir jetzt in ihren Raumbereich vorstoßen und da wieder angreifen. Alles andere ist nur Nebenschauplatz. Beginning attack run on enemy station. Der Rest ist mir relativ Wumpe. Ich tue hier nochmal Schiffe nachbestellen. Du kannst hier nochmal ein Spezialprojekt machen und hier nochmal ein Spezialprojekt. Das hier haben wir wieder erobert. Und du kannst hier direkt wieder Rückentwicklung machen.
Hier sind nochmal 40 Pops. Die da gleich nicht mehr sein werden. Also die werden da noch sein, aber nicht mehr so wie früher. Deren Problem ist, dass die jetzt halt auch demnächst ihre Flotte nicht mehr aufrechterhalten können. Hier haben wir wieder einen Arbeitslosen. Ach so, ja, das ist der. Aber der durfte diesen Job nicht mehr lange so blockieren. Es sei denn, warte mal, ich könnte das Adelsanwesen machen. Das ist hier nämlich, glaube ich, noch nicht gebaut. Ja. Hier fehlt noch das Adelsanwesen. Ja, also ihr seid, glaube ich, ohne eure Minimalfreunde ziemlich minimal kampffähig. Und da oben will ich reinkommen. Das ist der Weg. Das ist mir so egal, ohne Witz, das ist mir so egal. Megabauwerk, nee, ich will noch mehr die Schlachtschiffe stärken. Abschuss der Waffe. Debris analyzed. Und da ist es wieder passiert. Armee landen. Der letzte Pop, der noch da ist, ist kriminell. Initiating ground assault. Das war's. Victory shall be ours. Oh ja. Wie gesagt, ich müsste das nicht machen. Ich könnte einfach die Pops abziehen, aber ich genieße es. Ich genieße einfach diese destruktive Adel, von der ich nicht wusste, dass ich sie besitze. Jeder Klick ist ein Genuss. Aber keine Sorge, ich werde es demnächst auch anders machen. Ich baller dich schon mal jetzt hier rüber auf Nest, dann ist der Planet hier wieder leer. Jetzt müssen wir halt darüber, weil ich kann nicht wirklich springen. Die gesamte Truppe muss jetzt hier rüber. Und dann müssen wir da hoch. Die haben immer noch so eine hohe Wichtigkeit. Ich weiß gar nicht, wie das möglich ist. Initiating tactical retreat. Beginning attack run on enemy station. So, ihr geht es schön bis da. Euer Weg wird euch bis da führen. Und dann können wir gemeinsam da draufhauen. Oh oh. Initiating tactical retreat. Das ist doof, dass sie die gekriegt haben. Jetzt. Oh Gott, ey. Scientific breakthrough achieved. Die haben jetzt halt ernsthaft echt die gekriegt, ey. Beginning attack run on enemy station. Dann müssen wir es halt anders machen, ohne besetzen. Dann muss es ohne gehen. Was interessiert mich die Börse? Ich weiß gar nicht, wo deren Schiffe schon wieder hin sind. Also, wir stehen jetzt hier gleich bereit. Der ist jetzt hier und das Doofe ist halt echt, ich habe meine Landungsschiffe jetzt verloren. Das ist nicht gut. Oh, wir sind voller Nahrung. Dann kann ich jetzt mal 300 Nahrung verkaufen. Aber nur 300. Was sagen eigentlich unsere Flotten? Ich glaube, ich wage es, diese hier sich mal abzugraden. Und ich wage es... Oh, die sind ja immer noch dabei hier. Ja. Also ganz im Ernst, es ist immer noch krass, wie schnell der Shit kaputt geht, ne? Das ist immer noch krass. They are assaulting our spaceport. Reimet euch.
Das sind 10.000, das schaffen wir schon. Ich bin mir nicht sicher, wer das gerade eben hier gewinnt, aber auf jeden Fall scheint der Maschinenaufstand sie schwer zu beschäftigen. Sie sind auf jeden Fall uns immer noch vorsichtig gegenüber und sie hassen uns nicht. Und das ist das Wichtigste. Okay, du bist drin. Dann kannst du sofort jetzt hier loslegen. Rückentwicklungsstrahl einsetzen. Hier sind nämlich nochmal 47 Pops. Mich nervt es einfach bloß, dass jetzt hier einfach meine Transporter draufgegangen sind. Ja, die sind halt komplett weg, ne? Armeen. Klonarmee Geriat. Ja. Haben wir hier überall 5 oder so, ne? Keine Ahnung, was haben wir denn da noch? Klonarmee. Und hier auch. Wir werden ja nicht so viel brauchen für das, was wir da erobern. Für den Anfang tut es das ja auch. Oh, warte mal, ich habe Raumstationen bekommen. Die tun uns natürlich geldtechnisch auf Dauer weh. Ich tue das mal hier herabstufen. Und das hier auch herabstufen. Das braucht keiner mehr hier. So, jetzt machst du dir wieder fertig. The enemy is targeting one of our stations. The cowards have destroyed one of our spaceports. Also ich weiß immer noch nicht, wie die das machen, jetzt hier überhaupt ihre Produktion aufrechtzuerhalten. Dass sie überhaupt ihre Flotte aufrechterhalten können, aber ich glaube, das wird nicht mehr lange gut gehen für sie. Denn wir haben einfach ihre gesamte wirtschaftlichen Basen zerstört. The enemy is targeting one of our stations. A military station has been lost in glorious battle. Oh, sie greifen hier wieder an. Wie schnell ist denn das gegangen? Okay, ich muss da wieder hoch. Also sie kommen anscheinend wieder. Wie mir scheint. Sag mal, wie viel greift denn da jetzt an schon wieder? Das ist ja mal wieder abgedreht. Oh shit, sie haben es genommen. Sie haben es genommen, sie haben es genommen, sie haben es genommen. Ich muss mir noch mehr da hoch. Ich weiß gar nicht, ob diese eine Flotte das jetzt überhaupt schaffen kann. Ich weiß es nicht. Ich werde es probieren. Sie sind angeschlagen. Ich habe eine 105k-Flotte. Wir werden es sehen. Wo bleibt ihr? Jetzt sind sie da. Ich fange sie ab, wo sie gerade irgendwo rein wollten. Okay, ich hab's zurückerobert. Ich darf das hier nicht unbewacht lassen, ganz im Ernst. Ich darf keinen dieser Punkte unbewacht lassen. Das wird mir gerade eben absolut klar. Zu gefährlich. Okay, wir sind aber jetzt hier schon mal weiter. Der Planet hat jetzt hier nur noch 2 Pops. Wie bekomme ich sie jetzt also da hoch? Oder aber wir ignorieren das und springen einfach weiter. Ich meine, die Pops müssten ja jetzt fertig sein. Man muss doch die Pops auch mal sehen, ne? Also warte mal, Bevölkerung? Nichtfühlende. Ja, ja, okay, die Nichtfühlenden sind immer noch da. Beginning attack run on enemy station.
Okay, das ist schon mal die wichtige Information. Die Nichtfühlenden sind immer noch da. Das heißt, es ist nicht so, dass sie einfach mal die Pops wieder upgraden. Das ist für mich wichtig als Erkenntnis. Das heißt, es schädigt auf jeden Fall ihre Wirtschaft nachhaltig. Sklavenwelt. Ich weiß nicht, ob ich sowas brauche momentan. Scheinkleister, ey. Und jetzt. Hier kommen sie schon wieder an. We have encountered some manner of space-born beast. Our science ship has been ambushed. Wie viele von ihnen muss ich auslöschen? Das Spiel schreit ganz laut, ja! Es ist abgedreht, es ist einfach nur abgedreht. Okay, ich versuche jetzt euch jetzt hier wieder zu einer Armada zusammenzulegen. Und wie gesagt, ich werde versuchen, sie irgendwie da durchzukriegen. Ich weiß bloß nicht, wie ich es machen soll. The enemy is targeting one of our stations. The cowards have destroyed one of our spaceports. Das Ding hier machen wir in dieser Folge noch kaputt. Ich sag's euch. Den versenken wir noch. Und da war der nächste fertig. Und unser nächstes Ziel ist eindeutig das da. Oh, hier ist nämlich auch voll. Wir verkaufen mal noch ein bisschen, ne? Währenddessen wir den Rest der Galaxis jetzt hier gerade eben wieder zurück in die Steinzeit bomben. The enemy is targeting one of our stations. Ich kann übrigens wieder eine weitere Flotte aufbauen und ich glaube, ich werde es auch demnächst mal versuchen. Beginning attack run on enemy station. Hier erobern wir mal wieder was. The cowards have destroyed one of our spaceports. Das ist mir so egal, das muss trotzdem klappen. Ist das jetzt hier ihre Heimatwelt eigentlich? Beginning attack run on enemy station. Ich weiß es nicht, aber sie haben auf jeden Fall nicht mehr so viele Pops. So, da kommt er. Und er nimmt sich ihrer an. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Es bleibt eine gewisse Chance. Der Maschinenaufstand könnte uns vielleicht gerettet haben, aber wir müssen dranbleiben. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Ade.